Und Lattek trieb seine Mannschaft weiter nach vorne. Und die spielte auf und wartete mit Chancen auf, als hätten sie 10 Spiele zu gewinnen und nicht nur dieses eine vielleicht noch aus dem Feuer zu reißen. Das hätte natürlich das Spiel ungeheuer beeinflusst, wenn der Eckstoß da 10 cm weiter vorne ausgeführt worden wäre, aber die Schweizer nehmen es genau. Hoch schreien sie alle, Dieter Brey wie Udo Lattek auf den Trainerbänken und eine Ecke nach der anderen. Das war Eder, der den Ball aber wohl schon mit der Hand mitgenommen hatte. Hier schon wieder einem Abschlag nachgesprintet war, den Ball geholt hatte. Und Sie sehen mit der Elf Demand, der Einzige, der sich da noch ein bisschen vorne aufhielt, um eventuell nochmal so einen Befreiungsschlag abzufangen. Lerby. Und wieder bringt Schmadtke die Fingerspitzen dazwischen. Ecke diesmal durch Matthäus. Und dann ist Sören Lerby da. Das 2:3 in der 82. Minute. Ein unermüdliches Anrennen der Münchner war jetzt mit diesem zweiten Treffer belohnt worden, den Sie noch einmal sehen. Hoeneß am höchsten, Lerby, und wie der Ball da den Weg ins Tor gefunden hat, kann man nur schwer nachvollziehen. Aber das war noch längst nicht alles und ich kann Ihnen in der zur Verfügung stehenden Zeit nur einen Teil der Szenen zeigen. Diese hier, Rummenigge, und er jubelt schon und alle Münchner Spieler, aber der Schiedsrichter erkennt diesen Treffer nicht an. Ob zu Recht oder nicht, wir zeigen es Ihnen nochmal. Zu entscheiden ist es, glaube ich, nicht. Hier, wo ist der Ball? Auf der Linie oder dahinter oder davor? Jedenfalls weiterhin 3:2 für Fortuna Düsseldorf. Und die Bayern rennen, wollen wenigstens einen Punkt noch herausholen. Tja, den vorbeizuschießen war auch nicht einfach. Ich darf Ihnen noch sagen, dass es bedauerlicherweise wieder Zwischenfälle mit Fans gegeben hat. Die Polizei musste mit Tränengas eingreifen. Nähere Informationen haben wir noch nicht. Und nochmal die Bayern. Rummenigge und wieder Schmadtke. Unglaublich, was der alles gehalten hat. Ich darf es vorwegnehmen, es blieb beim 3:2 Sieg für Fortuna Düsseldorf, damit zurück nach Köln.